Oh mein Gott, macht's Licht? Warte. Zeig mir dein Gesicht. Oh mein Gott, hä? Er ist gebannt. Er ist gebannt. Aus dem Nichts kam diese Nachricht. Okay, wartet. Und was heißt das jetzt für mich? Zeig mal sein Gesicht. Deine Pokémon Go Karriere ist damit beendet. Ja, auch so ein IV, so wie Alvi Calculator, so über Screenshot. Er wurde gebannt, Mann. Oh mein Gott. Warte, bin ich jetzt gebannt schon? Nein, das glaube ich nur falsch. Du bist auf der Blacklist. Ich war dabei, Mann. Du bist aber eher, du bist auf der Blacklist. Ah, nee. Wanted, bound. Du bist doch nicht gebannt, aber das ist Blacklist jetzt. Du stehst auf der Stickliste. Was steht da? Lies mal durch. Lies mal. Nee, noch nicht. Ach, man kann es beenden? Nein. Ja, drück mal, alles klar? Hallo, ihr habt kein Licht. Oh mein Gott. Du bist auch noch drin. Oh mein Gott. Wieso, was hast du denn gemacht, Mann? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bist du Spoofer oder was? Heute, was geht ab, Hong hier? So, Update, Leute. Nachricht ist immer noch da. Alex hat ein paar Sachen gemacht, ein paar Sachen gelöscht. Passwort geändert, Cash gelöscht und sowas, aber Nachricht immer noch da. Und jetzt hat er anscheinend Shadowban. Er sieht die Pokémon nicht mehr. Weiterentwicklung. Mergel sieht er nicht irgendwie. Noctu, Xatu, Toboga. Was war das gerade noch? Slimer. Sieht alles nicht. Echt leidend. Vor allem, weil Freitag, ich darf das eigentlich nicht sagen, weil die nicht so viel Besuch haben wollen, aber Freitag in FFB ist Perch Night und Stuttgart. Da wollten wir hin. Übrigens, den Begriff habe ich erfunden, nicht Hong. Ich darf jetzt nicht sagen, weil er traurig ist. Ich will ihn nicht noch trauriger machen. Auf jeden Fall, Alex wäre unser Fahrer gewesen. Wir wollten dahin. Aber jetzt wissen wir es nicht so genau. Beziehungsweise die anderen wissen es nicht so genau. Alex. Ich habe andere Fahrtmöglichkeiten. Oh aber Gott, zum Glück, Alex. Aber zum Glück rechtzeitig vor Prag, so dass er jetzt dann alles gelöscht hat und möglicherweise dann in Prag wieder alles fangen kann. Aber wir wissen es nicht. Schauen wir mal. Wir wünschen ihm natürlich viel Glück. Also das habe ich jetzt nur bei der, also das habe ich jetzt Alex, nur für die Aufnahme Alex, gehört. Alex, du bist persönlich habe ich nie, der hab ich nie Glückwünsche gehört. Er ist der Fluchmann. Alles was alles gibt, scheitert, Alter. Ja, Mann. Alter, was geht ab, Leute, Hong hier? Ihr habt's gesehen, der Kollege Alex hatte ein paar Probleme. Aber momentan kann man sich auch nicht ins Spiel einloggen. Ich zeig's euch gleich. Aber keine Angst, nur weil ihr euch nicht einloggen könnt, heißt es das nicht, dass ihr auch Probleme habt wie Alex und dass ihr gebannt seid oder so, also keine Panik. Das ist momentan bei allen so. Niantic hat da auch irgendwelche Posts gemacht, über Twitter und Facebook, glaube ich auch, dass die da gerade Probleme haben und das untersuchen. Wer weiß, vielleicht Gen 3 Hype. Also das war ein Scherz, nicht ernst nehmen. Aber mal schauen, was da los ist. Auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, da geht nichts, was okay ist. Also ich gehe später erst nach Parsing. Heute ist Tag 4, Dienstag. Gestern ein bisschen was gemacht, also spät angefangen. Also Motivation war echt down, aber heute geht's wieder. Kann euch jetzt leider auch gar nicht zeigen, wie viel Staub und EP ich noch gestern gemacht habe. Ein bisschen was, also ich bin jetzt bei 6,2 Millionen, 6,3. Ich glaube kurz vor 6,3 auf jeden Fall. Aber wir gehen jetzt gleich über IV-Rechner und sowas und was Alex gestern passiert ist und meine Meinung dazu und
Davor, ganz kurz noch über Eier. Ich habe euch gerade ein paar Eier eingeblendet. Und was ich so bisher gebrütet habe, blende ich hier auch nochmal so eine Statistik ein. Was in den 2 Kilometer Eiern bisher am meisten vorkommt. Und dann könnt ihr eure Meinung dazu abgeben, wie viele davon ihr bereits gebrütet habt. Die meisten sind Lampi, Remoraid, Porygon. Ich habe sehr, sehr viele Porygons gebrütet. Tanzer, Schneckmark noch gar keinen, Fleckmark noch gar keinen. Dann ein bisschen häufiger, Voltilam, Zubat. Voltilam habe ich auch so viele gebrütet. Zubat noch keinen, Pichu noch keinen. Migaplar habe ich auch ein paar gebrütet. Lavita, Carpador noch keinen, Nidogan noch keinen. Dann Rare, selten. Mogelbaum noch gar keinen. Panzergon habe ich auch noch keinen. Mülltang hatte ich einen, glaube ich, aber das war 10er. Togepi habe ich jetzt auch ein paar gebrütet, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, weil der noch eine Weiterentwicklung bekommt. Also manche laufen sogar momentan mit dem. Und Ratini habe ich auch ein paar bekommen. Dann sehr selten, Grabautz habe ich genau einen bekommen. Chenega glaube ich auch genau einen. Und Galaxo noch gar keinen. Galaxo allgemein habe ich in meiner Pokémon Go Karriere, in meinem Pokémon Go Leben, erst einmal eingebrütet. Also Galaxo und ich sind keine guten Freunde. Aber wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare eure Erfahrung, was habt ihr bisher am meisten gebrütet. Und jetzt zu den IV-Rechnern und was da Alex gestern passiert ist. Wie gesagt, Freitag ist Purge Night. Wir schauen höchstwahrscheinlich vorbei. Wir sind uns noch nicht sicher. Wir waren uns nicht sicher und jetzt haben wir unseren Fahrer verloren. Also ich schau mal, was sich da ergibt. Und wenn wir fahren, dann wie immer richtig saftiges Video, Scanner-Tour, Purge Night. Und nach FFB wollte ich eh schon lange. Da haben mich so viele Leute bereits gefragt, ob ich mal nach Fürstenfeldbruck komme. Und höchstwahrscheinlich Freitag, aber ich kann es noch nicht 100% sagen. Und Shadowbands, darauf haben mich auch schon bereits viele angesprochen und gefragt, hey, was ist da los? Also, das kriegt man halt, wenn man irgendwelche Software, Drittanbieter-Softwares auf dem Handy hat, wie zum Beispiel eben IV-Rechner. Manche haben eben auch Zugriff auf die App und das geht halt gar nicht, das ist ein No-Go. Und zum Glück wird man da nicht sofort gebannt, da kriegt man halt erst Verwarnung und zum Beispiel wie Alex jetzt ein Shadowban. Und gestern anscheinend kam auch eine große Bannwelle. Diese Nachricht haben echt viele Leute bekommen. Manche wurden gebannt, ich glaube aber nicht allzu viele. Die meisten wurden verwarnt. Also seid da echt vorsichtig, Leute. Und ich habe meine Meinung, glaube ich, schon öfters gesagt, aber hier nochmal. Ich benutze gar keinen IV-Rechner, ich habe noch nie einen benutzt. Ich finde die total unnötig. Also es gibt manche, die schwören auf ihr Leben, dass bestimmte Apps 100% sicher sind. Und meine Meinung, hört nicht auf die. Scheiß drauf. Selbst wenn eine App 100% sicher ist, das, was du von der App bekommst, diese IVs, die du ausgerechnet bekommst, das ist unnötig, das ist vollkommen unnötig und ist das Risiko nicht wert. Ich setze meine 43 Millionen EP und 6,5 Millionen Staub sicher nicht aufs Spiel, damit ich von irgendeinem scheiß Chenega, das ich gebrütet habe, die IVs ausgerechnet bekomme. Da gehe ich meistens einfach online. Moment. Also so oft brauchst du das nicht. Das ist echt nur eine Frage der Faulheit und Gemütlichkeit. Klar ist es nützlich, aber von den meisten Pokémon brauchst du das gar nicht. Wie gesagt, also von den meisten Pokémon braucht man das echt wirklich gar nicht. Also im Chat wird auch schon die ganze Zeit diskutiert darüber. Die Ingame-App lässt dich deine 100% Pokémon sehen. Und wenn 2 Werte auf 15 sind, kann man mal nachschauen, wenn man es genau wissen will. Ansonsten die Pokémon aus Eiern kann man ungefähr abschätzen, wie gut die sind. Weil, genau wie bei den Raids, was weiß ich, zum Beispiel Lavita, 5,17 glaube ich, ist 100% und wie näher es dann dran ist an den 5,17, desto näher ist es an den 100%. Genauso wie bei aus den Raids. Entei 1930 und die meisten orientieren sich halt da dran und wissen dann bereits beim Werfen, wie gut das Pokémon sein wird. 98 oder 96 und alles drunter ist eigentlich relativ egal. Genau dasselbe wie aus Eiern. Klar, man kann nicht alles auswendig. Ich kenne jetzt auch nur Lavita und Dratini zum Beispiel. Und dann wirklich bei ganz seltenen Fällen, wenn man mal ein Pokémon fängt, das 2 Werte auf 15 hat oder so, dann kann man es mal hier online ausrechnen, wie zum Beispiel hier bei Poké Assistant, das benutze ich meistens, gibt man einfach die Werte ein und dann kann man es ausrechnen. Dauert halt länger, ist ein bisschen anstrengender, aber man muss echt nicht jedes Pokémon ausrechnen und das bisschen Arbeit, um seinen Account 100% zu schützen, finde ich, ist es wert. Also ich würde meinen Account niemals riskieren für irgendeinen IV-Rechner, das finde ich total sinnlos. Deswegen meine Meinung, Leute, falls ihr mich fragen wollt, falls euch das interessiert, löscht jeden, egal wie sicher der sein soll, jeden IV-Rechner und installiert gar keinen. Benutzt irgendwelche Sachen, die extern auf eurem PC sind und das reicht. Das war's von mir. Bisschen geraged jetzt irgendwie.
Mal schauen, wann die Server wieder online gehen. Dann geht's wieder ab nach Pasing. Bisschen Staub machen, bisschen EP machen. Und ansonsten schreibt unten in die Kommentare eure Meinung. Habt ihr gestern auch so eine Nachricht bekommen wie Alex? Der ist jetzt geshadowbanned. Hoffentlich geht der Shadowban weg, bevor Prag ist, weil er wäre mit am Start gewesen. Das wäre so leidend, wenn wir einen Soldaten verlieren. Aber ansonsten war's das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen wie's up. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist just business.